Ich gebe dir jetzt gleich noch meine Geheimwaffe mit an die Hand, mit der du auch bei Kunden, die nicht abgeschlossen hast, noch etwas aus dem Gespräch mitnimmst. Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Du möchtest der Liebling deiner Kunden werden? Dann lehn dich zurück und freu dich auf jede Menge Inspiration und Insights rund um die Themen Verkauf und Kommunikation. Wenn du einen Termin oder eine Wiedervorlage vereinbart hast oder wenn du einen Abschluss gemacht hast oder auch, schlimmsten Fall, wenn dein Kunde heute nicht gekauft hat, dann bleibt dir noch eine Sache über, nämlich die Verabschiedung. Und ganz egal, wie das Gespräch ausgegangen ist, die Verabschiedung, da kannst du noch ein paar Pluspunkte sammeln. Du kannst zum einen im guten Gedächtnis des Kunden bleiben, du kannst dir noch Motivation holen, du kannst deinen Abschluss sichern. Es gibt so viele Gründe, warum die Verabschiedung so sehr wichtig ist. Also sie ist genauso wichtig wie der erste Eindruck, also die Begrüßung. Und ich möchte dir ein paar Tipps noch mitgeben, wie du dich beim Kunden, egal wie das Gespräch ausgeht, perfekt verabschiedest. Und ich gebe dir jetzt gleich noch meine Geheimwaffe mit an die Hand, mit der du auch bei Kunden, die nicht abgeschlossen hast, noch etwas aus dem Gespräch mitnimmst, also tatsächlich einen Gewinn davon hast. Und das möchte ich dir einmal vorstellen. Also als allererstes, bleib immer freundlich, vor allem dann, auch wenn der Kunde nicht gekauft hat. Natürlich sollst du auch das gesamte Gespräch über freundlich sein. Ich erlebe das immer wieder, dass Verkäuferinnen und Verkäufer erst bei der Verabschiedung freundlich werden. Das ist ja schon mal zumindest gut, dass sie freundlich werden dann. Aber besser wäre es gewesen, wenn sie schon bei der Begrüßung freundlich gewesen wären. Dann wäre das ganze Gespräch nämlich vielleicht anders verlaufen und auch dann mit einem anderen Ausgang vermutlich zu Ende gegangen. Aber wenn du jetzt im Gespräch schon freundlich warst, dann mach das bitte bei der Verabschiedung auch dann, vor allem dann, wenn der Kunde nicht bei dir gekauft hat, ist extrem wichtig. Dann, egal ob er gekauft hat oder nicht, bedank dich für das Gespräch oder, wenn er gekauft hat, natürlich sowieso für den Abschluss. Also es ist wirklich wichtig, es wird oft vergessen, gerade wenn man viel verkauft vielleicht, dass man sich für das Vertrauen bedankt, dass man sagt, vielen Dank für Ihre Zeit, für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch, war eine super Unterhaltung, war zwar heute nicht das Passende dabei, aber ich habe wirklich Spaß gehabt, mit Ihnen zu sprechen, das hat mir wirklich Freude bereitet, deswegen vielleicht hören wir uns ja irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder, also halte die Tür offen, wenn dein Kunde heute nicht gekauft hat, vielleicht macht er es irgendwann in der Zukunft. Das ist extrem wichtig. Wenn dein Kunde kauft, dann fasst das Gespräch auf jeden Fall zusammen. Was passiert als nächstes? Wie und wann bekommt der Kunde seine Ware oder Dienstleistung? Also gib ihm so die nächsten Schritte an die Hand. Was passiert da jetzt als nächstes? Weil es kann dazu führen, wenn dein Kunde jetzt zum Beispiel zu Hause sitzt und wartet auf eine auf ein Produkt, was du ihm nach Hause schicken möchtest, und er bekommt nicht regelmäßig irgendwie so ein Update, was da gerade los ist, dann fängt er an zu zweifeln, denkt vielleicht, war das jetzt das Richtige? Vor allem, wenn du neuen Kundenkontakt hast, dann kann es dazu führen, dass Kunden aus Sicherheitsgründen, aus Angst, dass was Schlimmes passieren könnte, stornieren. Das heißt, sie rufen bei dir im Service an, deine Kollegen, die müssen dann mehr Arbeit leisten. Und das kann man wirklich vermeiden, indem man dem Kunden wirklich sagt, so, wenn wir gleich aufgelegt haben, passiert Folgendes. Dat, 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 dat. Und dann beschreibst du das Schritt für Schritt, damit dein Kunde Sicherheit hat, was als nächstes passiert. Dann, so, ich habe dir gerade gesagt, ich gebe dir eine Geheimwaffe an die Hand und das stelle ich dir gleich vor. Und zwar ist das eine Freundschaftsfrage. Stell tatsächlich deinem Kunden am Ende des Gespräches eine Frage, die erkläre ich dir gleich, und hol dir da Feedback ein. Warum ist das so wichtig? Das sage ich dir gleich. Wenn du diese Freundschaftsfrage gestellt hast, dann verabschiede dich von deinem Kunden, wünsch deinem Kunden einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, schönen Urlaub, wenn du das weißt, frohe Weihnachten, frohe Ostern etc., was es alles gibt. Also verabschiede dich sehr, sehr freundlich und halt auch nochmal die Tür offen, sag ihm vielleicht, du meldest dich in der Zukunft nochmal, oder biete auch an, wenn dein Kunde vielleicht mal irgendwann doch sich das anders überlegt, dann soll er bitte auf dich zukommen. Und was ich auch sehr, sehr häufig mache, ich sage meinen Kunden, wenn du jemand weißt,
der mit meinem Angebot vielleicht was anfangen kann, dem ich damit helfen kann oder der da Spaß dran hat, was auch immer du verkaufen magst, je nachdem, was dann zu deinem Produkt passt, sprich's an, dann soll er dich weiterempfehlen. Darüber kommen tatsächlich auch sehr häufig Kundenanfragen und das ist dann das Beste, was dir passieren kann, weil da brauchst du nicht groß verkaufen. Dann hat dein Kunde, der nichts bei dir gekauft hat, weil es vielleicht nicht gepasst hat, dich weiterempfohlen, weil er dich als Verkäufer vielleicht spannend fand oder gemocht hat und er weiß, jemand anders hat vielleicht Bedarf an deinem Angebot und empfiehlt es dann weiter, weil er das Gefühl hat, dass der Kunde oder der Freund dann bei dir auch gut aufgehoben ist. Deswegen ist das so wichtig. Geh da immer so raus, dass du keine verbrannte Erde hinterlässt. Also halt dir tatsächlich die Tür offen für Zusatzgeschäft. So, und jetzt habe ich dir versprochen, die Geheimwaffe, die ich jetzt so großmundig angekündigt habe, und die ist folgendermaßen. Als ich vor, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so meine ersten Erfahrungen gemacht habe am Telefon, da habe ich in meinem ersten Monat 600 Mal Nein gehört. 600 Mal haben mir Kunden gesagt, ich will es nicht haben, bevor einer den ersten Termin mit mir ausgemacht hat. Es war ein richtig harter Weg. Und ich war schon kurz davor, so ich war schon drüber über den Punkt, dass ich aufgebe. Und dann sagt ein Kunde, nach, weiß ich, 550 oder so, Nein, sagte der zu mir, das lag aber nicht an Ihnen. Und dann habe ich meinen Kollegen angeguckt und habe zu ihm gesagt, der Kunde hat zwar jetzt auch Nein gesagt, aber es hat sich anders angefühlt. Also er hat zu mir zumindest gesagt, also es lag nicht an mir, ich war nett und freundlich und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, ich müsste diese Art und Weise, diese Frage irgendwie umformulieren und in mein Gespräch reinbringen, damit ich motivierter ins nächste Gespräch ging. Mir ging es damals tatsächlich nur um eine Sache. Ich wollte meine Motivation nicht verlieren, weil die war schon weg. 600 Mal Nein, kannst du dir vorstellen, ist heavy. Und dann noch weiterzumachen, das bedarf dann tatsächlich, musste wirklich ein paar Streicheleinheiten haben, damit das auch funktioniert. Also habe ich mir überlegt, jetzt frage ich meine Kunden einfach nach Feedback. Am Anfang hieß die Frage, war ich denn nett und freundlich zu Ihnen? Und dann haben die Kunden gesagt, ja, sie waren nett und freundlich, aber. Und dann haben die angefangen, sich zu erklären. Und dann dachte ich, oh, da kann man was draus machen. Und jetzt habe ich diese Frage tatsächlich perfektioniert in den letzten Jahrzehnten. Und sie lautet, Frau Herr so und so, ich möchte mich gern persönlich weiterentwickeln. Haben Sie noch einen Tipp für mich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann? Und wenn du dich jetzt fragst, Uwe, ich kann noch nicht meinen Kunden fragen, ob ich was besser machen kann, dann kann ich dir nur sagen, doch, das kannst du. Denn alle, egal ob das ein Online-Händler ist, egal ob das ein Hotel ist, egal ob das eine Mietwagenzentrale ist, es spielt keine Rolle. Jede Firma fragt dich heutzutage über Feedback, über deine Meinung. Die wollen wissen, wie war dein Kundenerlebnis. Nur meistens ist es so, das ist dann zu spät. Der Kunde ist weg, der macht das hinterher. Du hast da eigentlich wenig davon, es sei denn, du kriegst dieses Feedback auch dann zugespielt. Aber was dich wirklich weiterbringt, wo ich extrem viel gelernt habe, ist, indem ich meine Kunden gefragt habe, was sie besser machen können. Die sind mit mir in dieser Situation gerade. Die haben gerade mit mir gesprochen. Und was dann passiert, das ist wirklich pure Magie und deswegen ist es meine Geheimwaffe. Denn als erstes, Kunden geben dir wertvolles Feedback und dann kannst du dadurch tatsächlich besser werden. Du kannst dann dazulernen. Und Kunden sagen dir an der Stelle tatsächlich auch den wahren Grund, warum sie nicht gekauft haben. Das ist eine unbemerkte Rechtfertigung. Ich erkläre dir das kurz. Du könntest deinen Kunden auch fragen, warum wollen sie denn nicht? Dann würde der sagen, das geht sie einen Scheiß an. Ich sage es jetzt mal ganz platt und hart, weil Kunden sich nicht gerne rechtfertigen. Kein Mensch möchte sich gerne rechtfertigen. Du wahrscheinlich im Übrigen auch nicht. Ich auch nicht, mag mich nicht rechtfertigen. Wenn du aber deinem Kunden sagst, haben Sie noch mal einen Tipp für mich, was ich besser machen kann, dann sagen Kunden an der Stelle häufig, ja, wissen Sie, also das lag nicht an Ihnen, bei mir ist das ja so und so und so. Und dann sagen sie dir tatsächlich den wahren Grund, warum sie nicht gekauft haben, aber sie merken nicht, dass sie sich gerade rechtfertigen. Und das ist der psychologische Hintergrund, der so unfassbar wertvoll bei dieser Frage ist. Probier es aus, du wirst es feststellen, kann dir jetzt in die Hand versprechen, wird bei dir genau das gleiche Resultat sein. Ich habe es tausende Mal ausprobiert, funktioniert immer gleich. Alle meine Kunden nutzen diese Frage, also zumindest die Schlauen, und haben da die ähnlichen Ergebnisse genauso wie ich. Also ich kann es dir nur sehr, sehr empfehlen. Und was auch passiert, wenn sich Kunden unbemerkt rechtfertigen, ist, sie liefern dir neue Argumente und dadurch kannst du nochmal zurück ins Gespräch kommen. Also
da passieren dann Dinge, die hast du vorher gar nicht mitbekommen. Wenn ich Tablets verkauft habe als Beispiel, dann haben die mir erzählt, wissen Sie, meine Tochter hat ein Tablet, ich brauche kein Tablet. Also wusste ich, alles klar, Tochter hat ein Tablet, dann könnte ich ja vielleicht sagen, wissen Sie was, da habe ich eine tolle Idee, ist ja bald Weihnachten, wie wäre es, wenn Sie Ihrer Tochter einfach ein neues Tablet schenken? Ihre Tochter soll ihr altes Tablet Ihnen geben. Ja, wenn Sie jetzt gerade damit anfangen, brauchen Sie kein ganz neues. Und dann können Sie Videotelefonie machen. Wenn Ihre Tochter weit weg wohnt, dann sehen Sie sich da regelmäßiger. Das war zum Beispiel ein Argument, wie ich Tablets verkauft habe. Das ist da zustande gekommen, wenn Leute zu mir gesagt haben, ich brauche kein Tablet. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Okay, haben Sie noch einen Tipp für mich, was ich besser machen kann? Der Kunde hat mir dann von seiner Tochter oder von seinem Sohn oder anderen Dingen erzählt. Ich konnte zurück ins Gespräch gehen, hatte neue Argumente und dadurch mehr Abschlüsse. Ganz einfach. Als nächsten Punkt, und das ist der, warum es eigentlich angefangen hat mit dieser Frage. Ja, ich wollte ja meine Motivation haben. Kunden loben dich. Ja, die sagen dann zu dir Dinge wie, das lag nicht an ihnen, sie machen das gut, sie sind super freundlich, sind voll mega freundlich, alles wunderbar. Und was dann passieren kann, das möchte ich dir an dieser Stelle auch nicht verschweigen, ist, je nachdem wie dein Gespräch vorher war, kann es sein, dass Kunden vielleicht auch nicht so reagieren, wie du es gerne hättest. Und es ist ja so, dass du diese Frage überwiegend den Kunden stellst, die nicht bei dir gekauft haben. Natürlich stellst du sie erst recht den Kunden, die bei dir gekauft haben, und holst dir nochmal eine Portion Lob ab, sicherst deinen Abschluss nochmal. Aber den Kunden, die bei dir nicht gekauft haben, die solltest du ja tatsächlich auch fragen, ob du dich verbessern kannst, weil du natürlich beim nächsten Mal den Kunden gewinnen möchtest. Was musst du denn beim nächsten Mal machen, damit sie bei mir Kunde werden? So kannst du die Frage vielleicht auch stellen. Und mein erster Kunde, dem ich diese Frage dann so in der finalen Version gestellt habe, wie ich es dir gerade vorgestellt habe, der hat zu mir gesagt, such dir einen neuen Job. Das war nicht die Antwort, mit der ich gerechnet habe. Musste dann tatsächlich loslachen, habe mit dem dann nochmal darüber gesprochen, ob er vielleicht einen neuen Job hätte, was er denn so macht und so weiter und so fort. Sind wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen, ganz, also völlig unabhängig von dem, weswegen ich angerufen habe. Und er hatte eine Fensterputzfirma. Ich habe ihm dann erzählt, dass meine Oma mir den Tipp gegeben hat, dass es mit Zeitungspapier am besten geht, wenn man Fenster putzen möchte und so weiter und so fort. Und so sind wir, haben einfach ein nettes Gespräch geführt. Und dann sagte der nach 2, 3, 4 Minuten, weißt du was, war mal schon per Du, das war jetzt tatsächlich echt nochmal so ein bisschen ein Highlight am Ende. Du scheinst ja doch ganz in Ordnung zu sein, komm doch mal bei mir zu Hause vorbei und stell mir vor, was du da hast. Und ich habe Steuersparmodelle verkauft und oder angeboten, wie man mit Immobilien Steuern sparen kann. Das war ein sehr, sehr gutes Produkt. Die Leute damals haben es nur noch nicht richtig verstanden. Heute weiß jeder, dass man mit Immobilien Steuern sparen kann und auch Gewinne erwirtschaften kann. Also wenn er die Wohnung noch hat, die ich ihm damals verkauft habe, herzlichen Glückwunsch, vielleicht könnte er mir nochmal eine zweite Provision aushändigen. Und das war tatsächlich der erste Kunde, der bei mir gekauft hat. Nach 600 Neins, bummelige, der hatte zu mir gesagt, such dir einen neuen Job. Ich bin dann mit ihm darüber wieder ins Gespräch gekommen und dann hat er tatsächlich Termin ausgemacht, hab den Termin eingehalten, hat dann auch ein Produkt bei mir gekauft. So kann es gehen. Also ich kann dir nur sagen, mach das. Mach das, frag deine Kunden, was du besser machen kannst beim nächsten Mal. Im schlimmsten Fall kriegst du nur ein Lob oder ne, lernst was dazu. Kunden sagen dir den wahren Grund. Und was auch noch passiert, wenn sie dich loben, das ist Punkt Nummer 5. Sie haben, wenn sie dich loben, gute Laune und kaufen dann doch noch oder terminieren dann doch noch. Habe ich dir ja gerade erzählt. Meiner hat ja dann auch bessere Laune bekommen, weil wir ins Gespräch kamen. Wenn ein anderer Mensch dich lobt, dann hat dieser Mensch, wenn er dich lobt und sieht, dass du dich darüber freust, ebenfalls Freude daran. Oder wenn du jemand lobst und dann siehst, wie sich die Person freut, dann hast auch du Freude. Das heißt, zwei Menschen haben auf einmal Freude oder Spaß, mehr Spaß als vielleicht vorher. Und das bringt Menschen in Kauflaune. Deswegen nochmal, mach diese Frage am Ende deines Gespräches nicht nur ab und an, sondern mach sie zu deiner Standard letzten Formulierung, letzte Frage, wenn du so willst, im Verkaufsgespräch, im Beratungsgespräch. Hast du nochmal einen Tipp für mich, was ich besser machen kann? Haben Sie nochmal einen Tipp für mich, was ich besser machen kann? Ich möchte mich stetig weiterentwickeln. Und dann lehn dich zurück und warte einfach die Antwort ab. Gib deinem Kunden auch einen Moment Zeit. Und das Allerschlimmste, was passieren kann, wirklich an der Stelle ist, dass dein Kunde auflegt. Wenn er das eh schon machen wollte, hast du nichts verloren.
Ich möchte mich bei dir für deine Teilnahme bedanken. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sehr schnell Erfolge damit haben wirst, wenn du in die Umsetzung gehst. Denn nochmal, Wissen allein bringt dir nichts. Wissen ist keine Macht. Nur wenn du dein Wissen auch einsetzt, dann wirst du auch mächtig. Und wenn du das Wissen, was wir jetzt besprochen haben, was ich dir vermittelt habe, auch tatsächlich in deine Verkaufsgespräche mit einbringst, dann kann ich dir in die Hand versprechen, wirst du dadurch deutlich mehr Abschlüsse machen, deutlich glücklichere Kunden auch haben und dich natürlich dann dabei auch sehr viel glücklicher machen. Bis dahin erstmal vielen lieben Dank nochmal und alles Gute. Bis bald, dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.